Hallo zusammen, herzlich willkommen bei der Tools for Agile Teams 2019. Herzlich willkommen auch an alle, die nicht hier im Raum sind, sondern heute sich remote eingeschaltet haben. Tools for Agile Teams 2019, alles neu. Für die, die schon öfter dabei waren, ist es schon ein anderes Feeling, glaube ich, dieses Jahr. Wir haben eine neue Location, wie ihr sehen könnt. Wir sind ins RMCC, ins Rhein-Main Congress Center hier umgezogen. Ist quasi aktuell gerade erst im April eröffnet worden und aktuell das größte und oder das modernste zumindest Konferenzzentrum auch Deutschlands. Und wir haben die Gelegenheit genutzt, hier entsprechend drüber zu ziehen. Neu ist auch die Teilnehmerzahl, wie ihr vielleicht heute seht. Wir haben nämlich dieses Jahr 300 Leute zugelassen zu der Konferenz. Gestern Abend waren auch schon 200 mit uns hier aktiv. Und neu ist auch, dass wir noch nie so früh ausgebucht waren wie dieses Jahr. Insofern auch sorry an alle, die dieses Jahr leider nicht die Möglichkeit hatten, dabei zu sein. Aber die haben natürlich die Gelegenheit, im Livestream auch heute den Tag komplett mit zu verfolgen. Aber nicht alles ist neu bei der Tools for Agile Teams. Es gibt einige Traditionen, die wir sehr lieb gewonnen haben und die wir natürlich auch hier mit rüber transportiert haben. Das eine ist, dass wir gestern Abend schon eine Agile Night hatten. Wir haben viele interaktive Workshops dort gesehen, auch einen sehr, glaube ich, interaktiven Tag oder Abend verbracht. Und interaktiv ging es auch weiter, weil ab 21 Uhr ist die Kneipentour losgezogen. Und die hat sich auch schon zur Tradition entwickelt. Ja. Ich habe gehört, so um 2 Uhr hat sich so langsam dann aufgelöst und zwei harte, ich nenne jetzt keine Namen, sind dann noch weitergezogen, aber haben bis 4 Uhr noch den Abend verbracht. Ja. Wer schon ein bisschen länger dabei war, der kann sich vorstellen, dass der Dennis Wagner einer von den beiden war. Ja. Schöne Grüße an ihn. Ich weiß nicht, ob er es schon in den Raum geschafft hat. Genau, er sagt, er hat die Tradition begründet, insofern ist es auch sein gutes Recht, das immer bis zum Ende auszukosten. Ja, insofern, wenn ihr gestern nicht dabei sein konntet, dann einfach mal planen für nächstes Jahr, ne? Auf jeden Fall auch die Agile at Night mitzunehmen. Wer gestern hier war, sprecht einfach mal mit den Leuten. Ich glaube, das war auch eine sehr schöne interaktive Experience. Wir haben eine App. Wenn ihr euch also fragt, was euch heute erwartet, dann habt ihr die alle hoffentlich schon runtergeladen. Ich habe gestern vorher mal gefragt, so bei der Begrüßung, wir hatten alle schon die App, da haben sich erschreckende Bilder aufgetan. Es gab nämlich ganz viele, die noch nicht installiert hatten. Aber ich glaube, heute habt ihr euch alle so gut vorbereitet auf den Tag, dass ihr die alle schon habt. Und natürlich wurde auch fleißig gevotet auf die Vorträge. Und das werdet ihr heute auch tun. Ja, das heißt, wenn ihr aus dem Vortrag rauskommt, dann bitten wir euch um wertschätzendes Feedback für die Speakerinnen und Speaker. Und entsprechend, ja, auch für uns natürlich, für die Konferenzorga. Aber so helft ihr den Speakerinnen und Speakern natürlich auch weiter an sich zu arbeiten. Wir sprechen hier viel auf der Konferenz über Feedbackkultur und da könnt ihr auch einfach euch entsprechend noch mit einbringen. Ja, weil ihr seid hier nicht nur als Konsumenten, sondern ihr dürft euch auch gerne aktiv beteiligen und das macht ihr zum Beispiel damit. Ihr könnt euch aber auch aktiv beteiligen, indem ihr den Hashtag T4AT verwendet und euch einbringt bei Twitter, bei LinkedIn, bei Facebook und Co. Entsprechend teilt, was ihr so für Erlebnisse und Erkenntnisse auch habt. Und damit das Ganze auch zusätzlich Spaß macht, eine weitere Tradition. Wir haben die letzten Jahre schon immer Verlosungen auch gemacht und ihr habt jetzt wieder die Möglichkeit, Trainingsteilnahmen zu gewinnen. Ihr habt die Möglichkeit, eine Reihe von Büchern zu gewinnen und unsere Inga, die da so ganz hinten steht, die ist unsere Social Media Queen dieses Jahr. Wink mal, Inga, bitte. Guck, 300 Leute freuen sich. Ja, genau, also wenn ihr fleißig tweetet und so weiter, dann habt ihr die Chance, euch später einen dieser vielen Preise auszusuchen. Das Ganze findet dann im Closing statt. Ja? Wie das so ist, irgendwas vergisst man immer bei so einer Konferenzorga. Und wir haben heute Morgen dann festgestellt, dass wir unser Closing um 17.45 Uhr nicht in der Agenda hatten. Ich bin nicht sicher, ob das mittlerweile da reingewandert ist. Aber ansonsten einfach, ja, merkt euch, 17.45 Uhr seid ihr alle wieder hier und dann habt ihr die Chance, ganz tolle Dinge zu gewinnen.
Spontan dabei ist auch das Buch von Marc Bless und vom Dennis Wagner. Ja, auch die beiden gerade ein neues Buch rausgebracht. Das kriegt man eigentlich noch gar nicht. Und die beiden waren so lieb und haben gesagt, sie verteilen hier oder stellen ihr Autorenexemplar bereit. Ja? Wann hat man mal die Gelegenheit, das Autorenbuch zu erhalten? Ja, also heute auf jeden Fall habt ihr diese Gelegenheit. Es gibt unheimlich vielen Leuten, denen wir danken müssen, dass wir hier sind. Das sind erstmal ihr alle eigentlich, weil ihr uns die letzten Jahre dahin gebracht habt, dass wir von der kleinen Konferenz hier im Hotel Oranien 2012 kontinuierlich gewachsen sind und jetzt hier mit über 300 Leuten die Tage verbringen können. Vielen Dank dafür. Aber wir haben auch eine ganze Reihe treuer Sponsoren, die uns die letzten Jahre schon immer sehr gewogen waren. Seht ihr in weiten Teilen auch vorne, ja, also in dem Bereich hier draußen, könnt ihr euch mit denen unterhalten. Ihr seht die hier in unserer Rotation auch, da ist sie auch gerade. Ganz klar, ohne die wäre das nicht möglich, dass wir heute hier sind, und nutzt die Gelegenheit. Die haben alle auch Talks, ja, die sie mit eingereicht haben. Wir haben auch Webinare und ähnliche Sachen mit denen gemacht. Ja, also da ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren. Wir haben draußen auch, ja, komm, klatschen wir mal für die, oder? Dankeschön. Ebenfalls da draußen findet ihr eine Reihe von Produktständen. Ja? Das heißt, ihr habt da die Möglichkeit, in Richtung Social Intranets euch auszutauschen, Richtung agile Skalierung mit Safe auf Jira-Basis euch auszutauschen, euch zu Google G Suite zum Beispiel auszutauschen. Geht da auch hin, wenn ihr irgendwie die Systeme nutzt oder so, gebt den Leuten Feedback. Das sind direkt Leute aus den Entwicklungsteams auch, die quasi an diesen Produkten arbeiten. Die freuen sich auch, wenn ihr euer Freud und Leid mit ihnen teilt und sie entsprechend das Feedback auch mitnehmen können. Ich hatte es jetzt schon zwei, dreimal mit den Traditionen und ich habe dem Björn versprochen, dass wir diese Tradition auch wahren werden. Es gibt in den letzten Jahren eine Gruppe von Teilnehmern, die eine besonders hohe Zahl in unserem Auditorium ausgemacht hat. Und der ein oder andere wird es vielleicht schon vermuten, auch dieses Jahr hat sich den Rekord mit den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wieder die R&V-Versicherung hier vor unserer Haustür auch gesichert. Ja, eigentlich machen wir die Konferenz ja nur für euch, ne, wenn man so will. Ja. Also einmal bitte alle R&V-Mitarbeiter einmal aufstehen bitte. Das Geile ist immer, dass sie sich jetzt wahrscheinlich am Ende das erste Mal gesehen haben. Ne? Ja. Aber vielleicht erkennt ihr euch dann doch nochmal in der Cafeteria auch wieder. Ja, wäre eigentlich ganz geil. Ne? Aber es freut uns natürlich auch, wenn wir helfen können, hier die agilen Lichtblicke der R&V hier zu zeigen. Dann haben wir uns natürlich wieder sehr, sehr coole Keynotes hier an den Start geholt. Unser erster Keynote-Speaker sitzt schon hier vorne. Jürgen Apollo wird gleich auf die Stage kommen. Dann haben wir den Alexander Pöllmann von Fissmann und den Richard Mutschler von der ETAS. Das ist eine Bosch-Tochter. Die werden heute die Keynotes machen. Das heißt, die Keynotes finden immer hier in den Räumlichkeiten statt, während die anderen Beiträge alle, wenn ihr hier links rausgeht und dann nochmal links und dann rechts geht, da sind die alle so auf einem Flur entlang. Ja, das werdet ihr mit Sicherheit auch finden. Aber wichtig auch, wenn ihr die Keynote spannend fandet und sagt, oh, ist eigentlich irgendwie doof, ne? Jetzt habe ich eine geile Keynote gehört und jetzt würde ich so gerne noch mit dem Keynote-Speaker ein bisschen weiter quatschen. Dafür haben wir letztes Jahr eingeführt, dass wir immer noch eine Q&A-Session danach machen. Das heißt, die nächste Session nach der Keynote habt ihr immer noch die Möglichkeit, mit den Keynote-Speakern in eine Session hier reinzukommen. Das heißt, ihr geht einfach wieder in den Raum für die Folgesession und habt dann die Möglichkeit, mit Jürgen, mit Alex, mit Richard dann praktisch nochmal zu sprechen. Ja, nutzt also auch diese Gelegenheit. Und natürlich, ja, wir haben eben schon die ersten Book-Signings hier gehabt, ja, bringt eure Bücher vor. Jürgen macht das auch sehr, sehr gerne für euch natürlich. Wenn ihr rausgeht, gibt es nochmal ein Gesamtkonferenz-Feedback quasi. Das war gestern schon auf so einem Flipchart, so ganz analog als Kontrast zu diesen ganzen digitalen Tools, über die wir hier sprechen. Da wird es auch später wieder so ein Flipchart geben. Da könnt ihr einfach nochmal Freude und Leid mit uns teilen und uns entsprechendes Feedback geben. Tools for Agile Teams 2019 war ja relativ schnell dann auch passé. Insofern, oder sagen wir, der ganze Ticket-Sale und so weiter. Insofern haben wir uns gesagt, was machen wir denn eigentlich jetzt mit 2020?
Und dafür möchten wir euch gerne heute schon das Datum bekannt geben. Das wird nämlich nächstes Jahr am 3. und 4. Dezember stattfinden. Und ihr habt die Möglichkeit, jetzt schon euch Plätze zu sichern. Ja, lieber Gruß wieder an die Kollegen hier oben vom Berg. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, sich Plätze zu sichern. Wer es also dieses Jahr nicht mehr geschafft hat, hier dabei zu sein, gibt es eine Woche lang auch nochmal ein besonderes Special. Und dann starten wir mit dem Early Bird. Wir haben ungelogen gestern schon die ersten Anfragen bekommen, wie man denn einen Vortrag einreichen kann für nächstes Jahr. Auch dafür wird es eine Möglichkeit geben, aber gibt uns mal so bis Anfang des nächsten Jahres bitte, dann werden wir den Call for Papers entsprechend wieder, Call for Sessions wieder aufmachen und dann freuen wir uns auf jeden Fall auch auf Themeninput von euch. Auch wichtig, wenn ihr sagt, das ist das Thema, finde ich total wichtig und so weiter, dann kommt auch damit auf uns zu, weil natürlich werden wir auch im nächsten Jahr uns ein Schwerpunktthema raussuchen. Dieses Jahr geht es viel ums Thema Leadership und dann werden wir uns überlegen, wie wir das entsprechend für das nächste Jahr aufsetzen. Wir selbst sind die letzten 10 Jahre durch das Thema Agilität unheimlich geprägt worden und das hat alle Prozesse von uns letztendlich betroffen und eigentlich uns als Organisation auch komplett auf den Kopf gestellt. Und einen Ausblick möchte ich noch geben, und zwar haben wir uns die Frage gestellt, was ist denn eigentlich das, was uns die nächste Dekade sehr stark prägen wird? Und ohne Frage ist aktuell das Thema Nachhaltigkeit ein sehr, sehr wichtiges. Und auch, wenn man sich mal überlegt von der Logik her, ne, wir haben angefangen mit agilen Teams und haben das sozusagen auf Teamebene angefangen zu leben, haben dann dieses Weltbild übertragen auf die Gesamtorganisation, überlegt, wie können wir unsere Gesamtorganisation komplett umgestalten. Und die nächste Frage wird für uns sein, wie können wir unseren gesellschaftlichen Impact in der Richtung ausweiten? Und deswegen stellen wir uns dem Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr stark und werden am 5.2. auch ein Conscious Capitalism Meetup hier starten. Das wird das erste Treffen sein. Conscious Capitalism ist so eine Bewegung quasi aus den USA. Könnt ihr euch gerne auch mal anschauen. Wir starten da jetzt ein lokales Chapter hier, um das Thema entsprechend voranzubringen. Und dazu seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen.